ersten Rivals, ersten Food Champions. Wir holen direkt erstmal Rivals ab. Division 4, Rang 1, glaube ich, am Schluss 27.000 Punkte gehabt. Wie viele Punkte hast du eigentlich bekommen für deine Weekend League? Nicht so viel. Ich habe doch davor habe ich ja noch Rivals spielen müssen, um die Weekend League zu qualifizieren. Deswegen waren es so viel. Option 2 schauen wir uns mal an. Chum Premium Gold Pack, ein seltenes Spielerpack, ein Mega Pack. Ich nehme definitiv die Tauschbaren. Hier bei den Untauschbaren wären es halt das Doppelte. Aber ich möchte was Gutes ziehen, was man vielleicht auch verkaufen kann. Deswegen Abfahrt. Geht nur das hier. Geht doch in Ordnung, ganz ehrlich. Drei Packs sind's. Richtig. 15k Pack haut mich jetzt nicht um, aber die anderen. Nee. Und wird auch gleich mal schauen. Leider nur Gold 2 in dieser Weekend League Code. Muss definitiv besser werden, ne? Aber man nimmt's mit. Es sind 45.000 Münzen, die man mitnimmt. Nummer 3 Packs. Zwei Spielerwahlobjekte. Diese Woche natürlich, wenn wir mal ganz, ganz kurz über das Team of the Week sprechen dürfen. Ich denke ja, weil, also, wenn man es sich anschaut, es gibt die Baller und dann gibt es ganz, ganz lange nichts. Also, ob es jetzt ein Verratti ist mit 87, ein Immobile, Jorginho oder so. Ja, okay, Immobile kann man vielleicht noch sagen. Nehmen, spielen. Würde ich mitnehmen, ja. Würde ich mitnehmen, okay. Aber Jorginho und Co., ich weiß nicht, da ist jetzt irgendwie nichts großartig dabei. Deswegen starten wir einfach rein. Erste Spielerwahl hier in FIFA 20. Weißt du, was lustig ist? Ich glaube, Keller hat genau die 1:1 die gleiche Spielerwahl gehabt. 1:1. Auch in der Reihenfolge. Er hat Mollet genommen. Wow. 1:1. Was willst du denn auch alles nehmen? Weiß nicht, Rodriguez ist zumindest von den Werten gut. Kannst halt 0 einbauen. Ja. Ja. Ist egal. Und, was wollte ich noch sagen? Ja, ich glaube, der einer der besten wäre fast dieser Linksverteidiger von Mailand, Hernandez. Ja, Hernandez wäre ziemlich geil. Also, mach's bitte besser. Und. Oh, Gomez! Ganz vergessen, dass es den Gomez noch gibt. Ja, ich habe Gomez vergessen und der ist stark. Und der ist absolut stark. Das ist mit einer der besten aus dem Team of the Week. Neben die Baller, glaube ich, der Spielbarste. Ja. Der Spielbarste. Let's go, Jungs. Den nehmen wir mit. Letztes Jahr, der Tots war richtig geil. Richtig lecker. Den nehmen wir mit. Let's go. Da gehen die Münzen drauf. Das waren nicht nur die Münzen, da hat sie noch was verkauft, oder? Ja, geh mal runter. Moins, ne. Ich habe keinen Bock mehr mit dir zu spielen. Ja, gut, weil Team of the Week. Okay. Packs, ich übergebe wieder. Wie viele Packs sind es? 600 Zahlen. 6 Stück. Ich nehme auf jeden Fall das 15k Pack weg. Ja, richtig. Dann ist es halt ein Goldpack und dann gehen jeder, wir einfach jeder dahinter. Eins oder? Genau. Und du halt das Megapack anstatt das 15k. Also. Doch, mit Gomez, denke ich, kannst du es oder können wir zufrieden sein? Definitiv. Und jetzt hier auf jeden Fall ein Walkout noch. Ja, richtig saftig. Wäre lecker, ja. Oder mal so ein Mondi? Ötgern. In ein paar Jahren, wer weiß, vielleicht freut man sich dann mehr. Wenn er dementsprechend performt in nächster Zeit. Sonst nichts drunter. Was ist das? Ja, nö, das war ja mal nix, ne? Aber ganz ehrlich, waren 15k Pack, was willst du denn erwarten? Definitiv. 25k Pack. Die gehört ein 55 und ein 35k Pack. Okay, dann machen wir so. Ja, dann nimmst du. Komm schon, jetzt will ich hier was sehen, ey. Das sind 5 geile Packs, da kann ein Walkout drin sein, mindestens. Das sieht doch schon mal gut aus. Richtig schlecht. Luke Short, Mann. 3-4k. Ja, immerhin. 2k, immerhin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da wäre halt wieder gesagt, ein Schau Felix oder so mal drunter wäre. Nani, was ist er wert? Hier. Nani, Schau, 3k. Lass mal drauf. Beschwert man sich nicht. Nehmen wir mit. Nein, kriegst du umsonst. Hast du nichts geleistet. Richtig, wichtig, Managerverträge nicht abstoßen. Ne? Ja, die braucht ein bisschen. Haben wir auch schon gelernt. Ja, dann mache ich das 25k Pack. Nein. Nee, das ist das Megapack. So ja. Rum. 25k, das du gerade. Richtig, das ist anders, wäre ein 50k Pack. Komm, jetzt zieh mir mal da wieder was. Oh. Nein, aber es geht durch. Also, ja. Spanien weiß ich nicht, freue mich nie. Rodrigo, oder? Nein. Morata, herzlichen Glückwunsch. Oder Costa. Wow. Über Rodrigo hatte ich mich mehr gefreut. Ja, ich auch. Jetzt noch ein Schau Felix drunter, ich bin zufrieden. Nö, aber ein Fraser, der nochmal wieder deine 3-4k bringt. Definitiv. 3-5. Kann man sich auch nicht beschweren. Nehmen wir für 3-8 mit. Ah, oh, riskant. Ansonsten ist es, glaube ich, hier nichts drunter. Kaku habe ich noch nie in meinem Leben gehört, den Spieler. Nitzer, Ball, weg. So. Ich
mach jetzt erstmal das 55k-Pack auf. 40k-Pack gebe ich mir zum Schluss auf. Komm, EA. Wir haben jetzt noch keinen Walkout gesehen. Wir brauchen mindestens einen Walkout hier. Ich meine, mit Gomez bin ich schon gut bedient, aber es kann doch nicht alles gewesen sein. Das ist gar nichts. Also, oder? Doch, ja. Weiß jetzt auch nicht, warum das jetzt sieht komisch aus. Henderson. Auch kann man gleich behalten, weil den kann man gleich wegklatschen dann. Können wir weghauen, ja, wenn wir sonst keinen da haben. SPC haben wir noch. Also zufrieden bin ich bis jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Suso hinterher, Leipzig, Abfahrt. Ach, halt, den können wir mal behalten, falls du den Manager mal brauchst mit der Premier League. Ah, es ist irgendwie... Ansonsten, na... Nicht das, was ich mir vorstelle. So, jetzt müssen wir aufpassen, weil der Liste voll ist, aber das ist ja kein Stress. Dann mache ich weiter. 55k weg. Komm, du musst jetzt noch was rausziehen. Ich meine, wir kommen ja zumindest oft ins Stadion jetzt gerade, aber so das Highlight. Ach, ja, wieder nur, fährt zwar rein, aber... Auf geht's. Torwart. Kann nicht sein. Rufier. Ja, bei Frankreich habe ich irgendwie immer noch Hoffnung auf irgendwas, was wertvoll ist, aber Torwart... Oh, das ist schon belastend. Eher nicht. Jetzt haben wir wieder die Hoffnung auf ein 50k-Pack. Das war in der Vergangenheit nie gut, wenn wir da die Hoffnung drauf hatten. Ja. Auch ansonsten ist hier nichts drunter. Nee, leider überhaupt nicht. Schalke-Wappen. Jawohl. Freut sich das jetzt. Komm schon, EA, wir brauchen jetzt nochmal einen Walkout hier. Das kann doch nicht sein. Komm, die Nase hilft. Let's go. 50k-Packs gibt es halt am Anfang echt nicht viele, ne? Wäre es geil, wenn in den Rewards was drin ist. Das ist doch nicht, oder? Das ist gar nichts. Das ist... Doch, ja, immerhin geht's durch. Irgendwie schaut es komisch aus. Ne? ZDV. Stones. Ja. Das ist ein 50k-Pack. Und wenn es mal nicht ist. Jesus wäre ein Rashford, Martial, wird sich keiner beschweren. Aber Stones? Aus dem 50k-Pack. Also, wie gesagt, da hat sich das Schwitzen der Weekend League definitiv... Nacho, Rüdiger noch. Weiß nicht, ob der was wert ist. Wahrscheinlich nicht. Nicht gelohnt. Ich würde sagen, wir machen die anderen Packs noch. Ja. Und sehen uns dann gleich wieder. Ihr seht Gold 2, also mit 100k-Packs. Hoffe ich nochmal auf mehr. Auch hier nehmen wir natürlich das Volta-Pack mit. Haben auch die Top-Partien schon abgeschlossen. 35k-Pack ist auch hier nochmal ein Start. Das kann jetzt nochmal was gönnen. Walkout haben wir leider heute noch nicht gesehen. Nicht gesehen. Der willst du das Silver-Pack auch? Ja, Silver-Pack Abfahrt. Machen wir mal. Top-Partien ist natürlich auch noch dabei. Haben wir gar nicht gesagt. Doch, habe ich. Hast du gesagt? Nein, du hast gesagt, Volta nehmen wir noch mit. Volta und wir haben Top-Partien. Ja, cool. Ja, cool. Ja, bist halt doch der King. Cool. Aber mit K bitte, ne? Ja, das war aber auch wieder ein Yacht. Ne, das Licht. Ja, cool. Cooler Pulli. Weg damit. So, dann, ja, ich mach noch der Goldpack einfach. Weg. Was weg ist, ist weg. Handbremse. Abfahrt. Das schmeckt, weil er kann jetzt dann nach der Handbremse mal irgendwie im Walkout kommen. Ja, es könnte aber auch bei einem Walkout nochmal ein Walkout kommen. Also. Richtig. Rein so vom Prinzip her. Vom Prinzip her ist es so. Guck mal, was wir haben. Ich würde sagen, die sind alle nicht so schlecht. Ja, die sind alle nicht so schlecht. Und das und ja, mir gehört das 35k Pack. Ja, let's go, ich starte rein. 25k Pack. Gönn! Immerhin. Ah? Na, kein Walkout. Ich erkenne es am Anfang. Ah, doch, ich fährt durch. Ich erkenne es einfach nicht, ne? Torwart. Donnarumma wäre geil, ist es aber nicht. Donnarumma 85 wäre geil, aber auch ja. 84 für SPCs nimmt man mit. Kann auch was drunter sein wie ein Schau Felix oder ein Mondi, ne? Also ich wollte es irgendwas sagen. Ja, oder halt Bittencourt. Ja. Das ist ja auch nicht ohne. Ne? Ist nicht ohne. Ja. Ich mache das hintere erstmal, ja. Weil eigentlich haben die gleich viel Goldspieler, deswegen ist es eigentlich bums egal. Solange es keine Handbremse ist, ist alles gut. Kann es nicht sein, wenn es ein seltenes Spielerpack ist. Aber es ist halt auch nicht besser, ne? Es ist halt auch einfach nicht besser. Und Piglia ist für mich schon defensiv genauso scheiße wie offensiv. Ja, definitiv, definitiv. Militar und nice. Bernard. Nice. Das sind doch zwei nette was Kollegen. Was ist der gute Militar noch wert? Der kostet auch noch ein bisschen was. Kannst du da nicht nachschauen? Ich knall mal die anderen beiden in den Verein, dass wir hier Götze nicht abstoßen müssen. 23.500 ist der Militär wert. Ja, knallt mal erst mit dem Verein und kannst du später verkaufen. Richtig. Mein nice. Freund. Dann mach mal, oder soll ich nochmal? Mach mal. Also wieder für den Transfermarkt. Warum ziehe ich dir immer Coins? Ich weiß es nicht. Also, das schmeckt. Oh. Ja. Ich meine, wenn 81er Militär auf 20 kann, kannst du dich auch nicht beschweren. Nee, das definitiv vollkommen in Ordnung. Nicht. Das ist natürlich behindert. Ja. Felix noch drunter, weil ich ja ein paar Coins bringe ich dir ja immer.
würde ich sagen, Bakayoko. Wow. Würde ich mal auf die Don Fantasy klatschen. So, komm, 35k-Pack kann doch endlich mein Walkout sein. Komm, enttäusch mich nicht. Enttäusch mich einfach nicht. Ah, na, aber fährt durch. Er fährt zumindest durch, ja. Oh Gott. Ziech. Ja. 85, oder? 84, 85. 85, ey. Aber trotzdem, es knapp daneben, kein Walkout. Aber, hey, ist in Ordnung. Einfach kein Walkout, ne? Nee, was aber 85 ist, geht doch klar. Was ist der überhaupt wert? Ein Z wie Ziech. Drunter haben wir nix, aber ansonsten stark. Ja, grenzwertig. Es ist halt, ja. Hunter noch mit dabei. Gitarre kannst. Die müssen wir wegklatschen, ja, kann man nichts machen. Aber ansonsten war es jetzt von den Packs her, ging es jetzt eigentlich noch. Ging, ne? In Ordnung. Also ging in Ordnung, nimmt mal ein bisschen was für den Transfermarkt mit. Das waren die ersten Rewards. War. Durchwachsen. Durchwachsen, ja. Gomez war natürlich absolut geil mit dem Player-Pick. Der Rest leider kein Walkout. Kann nur besser werden, die nächsten Rewards, hoffe ich. Jungs. Wir sagen wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, würde uns riesig freuen. Schreibt auch was in die Kommentare, was ihr so gezogen habt bei euren ersten Rewards. Und dann sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne.